heute stelle ich euch die MX Logitech Performance Maus vor. Diese Maus, was kann sie? Ist eine Lasermaus, ausgestattet mit einem Darkfield Laser Tracking System, was es scheinbar möglich machen soll, dass diese Maus auch auf Glasflächen funktioniert, da sie mikroskopisch kleine Unebenheiten auf der Oberfläche wahrnimmt. Und was so in dieser Packung alles drin ist, schauen wir uns gleich mal an. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Wie gewohnt von Logitech, sehr gut verpackt. So, die Maus hat ein sehr angenehmes Gewicht. Hier drin ist der Bluetooth-Empfänger. Den holen wir mal raus. So, da haben wir den den Bluetooth-Empfänger einmal. Dann ist hier die Maus. Wie ihr sehen könnt, diese liegt sehr gut in der Hand. Die Tasten haben alle einen angenehmen Druckpunkt. Und das Mausrad lässt sich sehr leicht bedienen. Hier seht ihr sie immer von allen Seiten. Hier ist der On- und Off-Schalter und hier ist der Darkfield Laser. Hier haben wir einmal eine Batterie drin von Eneloop, eine ganz normale AA-Batterie, aber in dem Fall ein Akku. Was noch dabei? Klar, Handbuch. Und dann haben wir noch dieses Täschchen dabei. Was da drin ist, zeige ich euch jetzt. Da haben wir einmal ein USB-Kabel dabei. Damit können wir die Möglichkeit, die Maus von vorne direkt aufzuladen, und ich glaube, das können wir auch währenddessen können wir sie auch bedienen. Das ist ein Ledertäschchen, fühlt sich recht gut an. Was haben wir hier? Nochmal ein USB-Kabel. Genau, eine Erweiterung für den Empfänger. Und dann haben wir hier noch ein externes Ladegerät, womit wir die Möglichkeit haben, die Maus auch ohne Laptop aufzuladen. Ähnlich wie beim iPod oder anderen Geräten. Und das wär's schon. Nach dem Einstecken des Empfängers könnt ihr die Maus ganz normal benutzen. Auf Windows 8 werden keine zusätzlichen Treiber installiert, beziehungsweise geschieht das nur im Hintergrund, ohne dass man das wirklich wahrnimmt. Zu der Maus selber ist zu sagen, fühlt sich sehr gut an, sehr ergonomisch geformt. Jetzt fällt es natürlich noch besser auf bei der Benutzung. Ich gehe jetzt gleich mal auf den Bildschirm, damit ihr es auch sehen könnt. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob die Maus sich hier auf aufflüssig bewegt. Ich klicke jetzt mal irgendwas an. Mal auf die Windows-Taste, scrollen mal rüber. Wenn wir bei Windows 8 in diesem Kachelfenster sind, können wir auch ganz normal das Scrollrad der Maus benutzen, um von links nach rechts zu gehen. Aber schaut sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Maus funktioniert gut. Wir gehen jetzt mal zum Beispiel in Lightroom rein, da haben wir es. Von der Form her bin ich super begeistert. Wir testen die auch gleich nochmal auf Glas, um zu sehen, ob diese dort auch funktioniert. Jetzt ist Lightroom auch mal offen. Also die Maus scheint sehr präzise und gezielt zu funktionieren. Sie trifft die Flächen wirklich sehr gut. Und jetzt schauen wir gleich mal an, wie das auf Glas ausschaut. Hier ist jetzt der Laptop. Daneben ist eine Glasfläche. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Hier ist nichts drunter. Ihr seht, meine Hand seht ihr hier drunter. Und hier ist nichts. Und die Maus funktioniert tatsächlich ebenfalls auf Glas. Jetzt klicke ich mal irgendwo drauf. Dann gehen wir mal zurück auf Lightroom. Bewegen uns mal ein bisschen durch. So, ohne dass diese Maus jetzt einen festen Punkt hat, nimmt sie scheinbar echt jede einzelne Tiefe, auch wenn Glas jetzt nicht das Material mit der größten Tiefe ist, sage ich mal, und den größten Unebenheiten. Die Maus findet sie trotzdem und
Tatsache, ich kann mich hierauf sehr gut bewegen, ebenfalls auf Glas. So, ich hoffe, es war auch spannend für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.